Bereit machen für den großen Auftritt. Gestatten Hannes Wagner aus München, eines der größten deutschen Nachwuchstalente im Tennis. Ja, ich habe 2011 ein sehr gutes Jahr gespielt. Ich habe 2 ITF-Turniere gewonnen, in München-Gladbach und in der Schweiz. Dazu wurde ich zum Davis Cup nominiert. Wir sind zum Finale nach Mexiko geflogen. Dann habe ich die Deutsche Meisterschaft gewonnen im Dezember. Das war eigentlich der Höhepunkt des Jahres. Das hat mich selber sehr gefreut. Zusammen mit 2 weiteren Nachwuchshoffnungen des sogenannten Draft-Teams der Tennisbase Oberhaching will der 16-Jährige demnächst den ganz großen Sprung auf die ATP-Tour schaffen. Zwar ist es mit Prognosen schwierig und natürlich dürfen auch keine Verletzungen dazwischen kommen. Zum Beispiel verpasste Hannes wegen einer Schulterverletzung heuer die French Open, aber die Voraussetzungen sind auf alle Fälle vorhanden. Also der Hannes hat mehrere Talente im physischen Bereich ist es klar die Koordination. Er ist ein unheimlich guter Ballsportler, besitzt sehr gute Ausdauerwerte, ist technisch gut ausgebildet, was die Grundschläge angeht. Was ein sehr großer Vorteil ist und ein Talent auch, ist, er geht mit dem Stress auf der Tour und mit dem Stress, was das ganze Leistungstennis mit sich bringt, sehr natürlich um, sehr gut um und packt das alles ganz gut. Also das sind so die Talentfaktoren vom Hannes. Tennis heißt aber gerade im persönlichen Bereich auf vieles zu verzichten. Mexiko, Costa Rica, Italien, Kroatien, Frankreich und Tschechien, das ist nur ein kleiner Auszug aus Hannes Turnierplan heuer. Und dazu kommt ja auch noch die Schule. Ja, also ich besuche seit Fasching dieses Jahres eine Fernschule und ich trainiere 2-mal am Tag. Dazwischen erledige ich meine Schularbeiten und ja, danach auch noch ein bisschen. Und dann kriege ich das schon alles ganz gut unter einen Hut. Hannes Wagner, ein trotz bereits großer Erfolge erstaunlich und erfreulicherweise total normal gebliebener Jugendlicher, für den auch sein jetziger Trainer zum Abschluss nur lobende Worte findet. Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass wir natürlich hier ein Team von Trainern sind, die zusammenarbeiten. Hannes hat viele Jahre auch einen Heimtrainer im Verein gehabt, den Frank Broccorni. Das sind Leute, die man nicht vergessen darf. Sicherlich ist es so, dass der Hannes und ich jetzt seit vielen Jahren sehr eng zusammenarbeiten und es ist immer ja, ganz toll, wenn sich jemand so entwickelt, das ist klar. Mir ist es auch wichtig, dass die Sportler sich menschlich gut weiterentwickeln und ja, das freut mich beim Hannes auch ganz besonders. Er ist einfach ein toller Kerl, abseits vom Tennisplatz auch und da ist man schon stolz drauf, klar. Also den Namen Hannes Wagner schon mal vormerken. Vielleicht taucht er in 3-4 Jahren regelmäßig auf der ATP-Tour auf.